Zeit dann wieder Presseübersicht und heute. Alle Zuschauer, die gestern Abend keine Gelegenheit dazu hatten, laden wir jetzt ein zu Wim Tölkes Sendung Der große Preis. Wenn Sie bei der Lotterie mitgespielt haben, können Sie im Verlauf dieser Sendung erfahren, ob Sie gewonnen haben. Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung bei einem heiteren Spiel für gescheite Leute. Der große Preis mit Wim Tölke. Der große Preis. Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar für diesen liebenswürdigen Empfang. Meine Damen und Herren hier im Studio, meine Damen und Herren daheim, hallo liebe Kinder, herzlich willkommen beim großen Preis. Ach ja, und heute verspreche ich Ihnen, diesmal bleibe ich bis zum Ende der Sendung da. Und da wollen wir auch gleich anfangen, mit einer guten Nachricht anfangen. Die Einzahlungssumme für die Lotterie der Aktion Sorgenkind ist wieder unwahrscheinlich groß, mehr als 17 Millionen Mark. Genau 17.844.663. Ihre Leistung, meine Damen und Herren. Auch Beate strahlt darüber. Guten Abend, Beate. Was hat es mit unserem ersten Kandidaten auf sich? Ja, auf sich hat es, dass er aus Seelze bei Hannover kommt, dass er Dozent ist für Finanz- und Steuerwesen, dass er außerdem Antiquitäten liebt und sammelt und als Student alte Möbel gekauft und verkauft hat, heute als Dozent sich mehr für das alte Bauwerk befasst und damit ungeheuer beschäftigt. Und da ist auch sein Thema heute Abend her. Es geht um Fachwerk in Deutschland und sein Name ist Dieter Burkhardt. Namen der Burkhardt. Guten Abend, Herr Tölke. Ich grüße Sie. Haben Sie praktische Erfahrungen mit Fachwerk gemacht in Ihrem Leben schon mal? Ja, insoweit, als ich häufiger gebeten werde, mir ein Haus anzugucken, zu begutachten und auch Vorschläge zu machen, wie man das renovieren könnte. So ein Experte sind Sie bereits. Aber es ist nicht Ihr Hauptberuf, nicht? Nein, nein, sicherlich nicht. Also Amateur. Ein Experte von Hauptberuf in diesem Falle ist Herr Manfred Gerner, den ich herzlich begrüße. Guten Abend. Leiter der Förderungsanstalt für Handwerk und Denkmalspflege in Fulda. Außerdem nennt man ihn den deutschen Fachwerkpapst, also ein ganz großer Fachmann, viel darüber veröffentlicht, Bücher, aber auch Artikel. Herr Gerner, wie viele Fachwerkhäuser gibt es in unserem Land ungefähr? Es gibt noch ca. 1,2 bis 1,5 Millionen Fachwerke in Deutschland. Sieht man ja gar nicht so viele. Wie? Ja, der größere Teil davon liegt noch unter Verputz, deshalb ist er nicht wahrnehmbar. Ah so. Wie übersteht denn Fachwerk, wo also die tragende Konstruktion aus Holz ist, die Jahrhunderte eigentlich? Nun, unsere Fachwerke sind bis 700 Jahre alt geworden, während unsere heutigen Baumaterialien, zum Beispiel Beton, wahrscheinlich nicht so ein hohes Lebensalter zeigt. Warum? In 700 Jahren? Mit verschiedenen bauphysikalischen Dingen zusammen, dass zum Beispiel dass beim Beton die Gefahr besteht, dass der Stahl rostet. Aha. Wir fangen an mit Ihrem schönen und interessanten Thema. Es ist auch optisch ein sehr schönes Thema. Wir haben auch ein wunderschönes Fachwerkhaus hinter uns. Auf der großen Wand werden noch andere schöne Fachwerkhäuser sehen. 200 Mark für jede richtige Antwort, Herr Burkhardt. Eine Frage darf zur Masterfrage ernannt werden. Da kriegen Sie nämlich dann 400 Mark. Also, Deutschland ist auch heute noch ein Fachwerkland, wie wir gerade von Herrn Gerner gehört haben. Zahlreiche Fachwerkgebäude sind zu Markenzeichen für ihre Heimatstädte geworden. In welcher Stadt steht dieses hier abgebildete markante Fachwerkhaus? Darf ich bitte etwas näher herangehen? Ja, das dürfen Sie gerne. Ich kann Ihnen noch sagen, dass es sich um eine Lateinschule handelt.
Das ist dann die Lateinschule in Ahlfeld. Schon richtig, die ersten 200 Mark sind da. Die Zimmermeister haben die Fachwerkkonstruktion teilweise als schmückende Figuren ausgebildet. Was ist zum Beispiel eine Mannfigur? Eine Mannfigur ist in der Regel eine Buntständerkonstruktion, wobei der Buntständer im Mittelteil die Hauptmasse des Körpers bildet. Kopfbänder bilden den Kopf, Streben bzw. Riegel, Arme und Beine. Prima, wir haben jetzt gerade eine Mannfigur im Bild und sieht ja wirklich aus wie ein Mann, nicht? Erinnert mich so an diese Hamburger Hummel-Hummel-Wassereimerträger. Tadellos. Frage Nummer 3. Darf ich jetzt meine Masterfrage nehmen? Bitte? Aber sicher, klar. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts begann man, niedersächsisches Fachwerk zu schmücken. 100 Jahre später ist häufig ein halbrundes Schmuckmotiv, so wie wir es da auf dem Bild sehen, in Brüstungstafeln oder sogar noch häufiger auf Schwelleständern und Fußwinkelhölzern zu finden. Wie heißt dieses halbrunde Schmuckmotiv? Mehrere Namen dafür. Dieses Schmuckmotiv ist die niedersächsische Rosette und das Haus. Dürfte ich das bitte? Wir brauchen Sie nicht zu sagen. Ach so, nur das Schmuckmotiv und Rosette war schon richtig. Ja. Also, die Fachwerkkonstruktionen haben vom Zelt über Pfosten und Ständerbauten eine lange konstruktive Entwicklungszeit durchlaufen. Wann war denn die gesamte konstruktive Entwicklung des Fachwerks so in etwa abgeschlossen? Valve nennt die Zeit zwischen 1470 und 1550 als die Vollendungszeit. Also können wir sagen, 1550 konstruktiv im Wesentlichen abgeschlossen. Das ist auch richtig. Wir sehen hier ein wunderschönes altes Haus, das um 1600 fertig geworden ist. Das einzige Fachwerkhaus übrigens, das den Altstadtbrand in Frankfurt 1944 überstanden hat. Und nun die fünfte Frage. Hier sehen wir ein besonders reich geschmücktes Fachwerk, ein Ausschnitt also aus dem 18. Jahrhundert. In welche Landschaft würden Sie das einordnen? Also, da sind Fenstererker dran, sehr reich verziert. Die würde ich ins Rheinland verlegen. Auch das ist akzeptiert. Das ist 1200 Mark in der ersten Runde, Dieter Burkhardt. Und nun wird also die Beate sagen, wie denn die Dame heißt und woher sie kommt, die zum Beispiel auch gegen Herrn Burkhardt antreten wird. Das ist Bernadette Zoll-Fagari. Sie lebt in Wuppertal, ist dort Regierungsangestellte an der Universität. Sie ist außerdem Schriftstellerin, Autorin mehrerer Romane, Kurzgeschichten und Gedichte. Sie befasst sich zudem mit griechischer und nordischer Mythologie. Und über die nordischen Götter sagen, speziell über die jüngere und ältere Edda, werden wir heute mehr erfahren. Namen Frau Zoll-Fagari. Sie sind Schriftstellerin, hat die Beate gesagt. Was schreiben Sie denn? Ja, Schriftstellerin ist man ja eigentlich erst nach Veröffentlichungen. Das habe ich noch nicht. Aber ich kann sagen, ich schreibe Fantasy oder Märchenhaftes mit Tiefgang. Wie viel gibt es denn schon von Ihnen? Was liegt in der Schublade? Ich meine, jeder liegen in der Schublade. Jeder später erfolgreich hat ja eine Zeit, wo er notorisch erfolglos ist und nur schreibt, schreibt, schreibt. Oder kriegt man Kraft, Einsicht, Trotz, Demut. Alles das, was man braucht, um nachher wirklich längere Zeit erfolgreich zu sein. Wünsche ich Ihnen sehr. Also wir kommen zu den nordischen Göttern und grüßen als Experten Herrn Dr. Kreuzer vom Nordischen Institut der Universität Kiel. Guten Abend. Ja, Dr. Kreuzer, das Thema heißt die jüngere und ältere Edda. Das hört sich an wie die Geschichte von zwei historischen Damen. Was ist denn nun wirklich die Edda? Und warum gibt es zwei? Ja, bei der älteren und der jüngeren Edda haben wir es mit zwei ganz verschiedenen Werken zu tun, die nur wegen eines alten Irrtums beide denselben Namen tragen. Sie sind im Mittelalter in Island entstanden und berichten uns vor allem von der nordischen Götterwelt. Ihre ganz enorme Bedeutung geht schon daraus hervor, dass wir ohne diese Werke so gut wie nichts von der germanischen Mythologie wüssten.
Außerdem ist es ja auch, danke Ihnen sehr, ein Thema, also da wird also gehauen und gestochen, gekämpft und betrogen, nicht? Also ja. Die Fülle des Lebens bietet sich an, auch in der nordischen Götterwelt. Hier ist die erste Frage, Valhall ist der Wohnsitz der nordischen Götter, dem obersten Gott Odin oder Wodan, Wotan, standen zwei geflügelte Boten zur Verfügung, zwei Raben nämlich. Wie heißen die beiden Raben? Hugin und Munin. Ja, gut, guter Einstieg. Mehrere Lieder der Edda behandelt ja den Nibelungenstoff, nicht? Unter welchen Namen erscheinen in der Edda Siegfried und Kriemhild? In der Edda Sigurd und... Wir sehen gerade übrigens eine Seite aus der Original-Edda. Das ist also ja. In Altnordisch geschrieben. Das ist die Sprache der Wikinger. Sigurd also, war schon richtig und... Und Gudrun. Auch richtig, prima. Ich hätte jetzt gerne die Masterfrage. Frage 3 ist Ihre Masterfrage. Welche Tiere ziehen den Wagen vom Gott des Donners Thor? Zwei Ziegenböcke. Ja, das stimmt. Wir haben die Ziegenböcke in einem Comicstrip-Bild da. Nicht? Und jetzt die vierte Frage. Welcher Gott hört nach Snorris Edda das Gras auf der Erde und die Wolle, man höre und staune, die Wolle an den Schafen wachsen? Der göttliche Wächter Heimdall. Ah ja, wenn er so gute Ohren hatte, war er sicher auch ein guter Wächter, nicht? Und jetzt die letzte Frage. Eines der unangenehmsten Mitglieder der nordischen Götterwelt war ja die Midgard-Schlange. Die hat ja ständig schlimme Dinge getan, zum Beispiel hat sie die Erde wackeln lassen oder die Menschen auf andere Weise erschreckt. Und darum versucht der Gott Thor, sie zu fangen. Das ist eine ganz alte Darstellung dieses Versuches, und unschädlich zu machen. Welchen Köder benutzte Thor, denn die Götter halfen ja damals den Menschen, welchen Köder benutzte Thor, als er mit dem Riesen Hymir ausruderte, um die Midgard-Schlange zu fangen? Ja, ein Stierkopf. Das kann man sagen, ja. Ich sage deshalb, das kann man sagen, weil es auch heißt Ochsenkopf in der Literatur, aber zwischen Ochse und Stier gibt es ja auch nur einen ganz, ganz kleinen Unterschied, nicht? Bitte nehmen Sie Platz und Dankeschön, Marianne. Lächeln nicht so geheimnisvoll an. Das habe ich denn da eben gesagt. Jedenfalls begrüßen wir jetzt den Champion, der so unheimlich viel, hoffentlich auch heute, über den Komponisten Igor Strawinsky wusste. Ich begrüße Herrn Wolfgang Herer. Ich komme aus Erlangen. Ich war vor ein paar Tagen in Erlangen und muss sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Zum wievielten Mal sind Sie jetzt bei uns? Zum fünften Mal. Zum fünften Mal, nicht? Da wird also einer von den richtig erfolgreichen und berühmten Champion und der Experte ist inzwischen auch zum fünften Mal da. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Jörg Stenzel aus der Schweiz. Die dritte Frage bitte als Masterfrage. Herr Herer bittet also auch, die dritte Frage zur Masterfrage zu machen. Wir haben das notiert und ich stelle also gleich die erste. Im Auftrage des Basler Mäzens und Dirigenten, den wir gerade da sehen, komponierte Strawinsky das Concerto in D 1946 und die Kantate A Sermon, A Narrative and a Prayer hat er 1961 komponiert. Wie heißt dieser Dirigent? Paul Sacher. Paul Sacher, mit dem Erfinder der gleichnamigen Torte hat er nichts zu tun. Wir hören jetzt den Beginn einer Trios. Ja, geben Sie ihm richtig Applaus, das macht Mut. Er ist also ein ganz ruhiger. In der letzten Sendung hatte ich Angst, er würde überhaupt Schwierigkeiten bekommen. Da hat er gesagt, er hat sich nur selbst nervös gemacht. Und jetzt hören Sie mal ganz ruhig zu. Trio-Sonate. Ist im 18. Jahrhundert. Strawinsky hat diese Musik auf seine besondere Weise 1920 bearbeitet. Und jetzt die Frage, welchem Komponisten des 18. Jahrhunderts wurde diese Trio-Sonate denn zugeschrieben? Übrigens fälschlicherweise. Die ist Pergolesi zugeschrieben worden. Pergolesi ist richtig, ja. Er lässt dann gar nicht erkennen, ob er es eine Weise oder nicht weise. Und dann sagt er also aus verzweifeltem Gesicht heraus, gibt er die richtige Antwort. Dem Andenken des Malers, dieses Bildes da, hat Strawinsky 1959 ein kurzes Werk für Streichquartett gewidmet. Wie heißt der Maler? So heißt nämlich auch das Quartett. Das Bild kenne ich nicht, aber ich nehme an, der Maler ist Raoul Dufy. Ja, und Raoul Dufy in Memoriam ist auch der Titel des Quartetts. Also Glück gehabt, das war die Masterfrage. 1955, 1956 hat Strawinsky ein Orgelkonzert von Johann Sebastian Bach
kanonische Veränderungen über ein Weihnachtslied für Orchester gesetzt, Orgelkonzert für Orchester gesetzt. Wie heißt das Weihnachtslied, das sowohl in Bachs und in Strawinskys Werk variiert wird? Vom Himmel hoch, da komme ich her. So ist recht. Letzte Frage der ersten Runde. Im Pariser Théâtre des Champs-Élysées fand nach nicht weniger als 120 Proben die Uraufführung des Balletts Le Sacre du Printemps statt. Das ist aus dem Ballett, was wir jetzt hier hören. Und diese Uraufführung, die provozierte einen der legendärsten Theaterskandale in der Musikgeschichte. Nicht? Heute ist das eines der populärsten Werke von Strawinsky, aber damals wurde es vom vornehmen Ballettpublikum buchstäblich niedergeschrien. In welchem Jahr fand diese turbulente Uraufführung statt? 1913. Ja. Besser geht's nicht. Dankeschön. Und alle drei haben 1200 Mark. Fängt ja gut an und geht hoffentlich gut weiter. Denn jetzt ermittelt Eberhard Gläser für uns alle die Gewinnzahl der diesmaligen Hauptziehung der Fernsehlotterie, der große Preis zugunsten der Aktion Sorgenkind. Hoffentlich haben Sie diesmal die richtige Zahl. Naja, 2845. Haben Sie es, ja? Schnell das Monatslos oder das Jahreslos rausholen, nachsehen. 2845. Wenn Sie die Ziffern als Schlussziffern Ihres Losabschnitts erkennen, haben Sie 1000 Mark gewonnen. Und wenn es nur die letzten drei sind, also die 845, sind es immerhin noch 100 Mark. Und Sie haben Chancen, einen der großen Preise zu gewinnen. Beate, wie sieht es denn aus? Wie viele Preise haben wir diesmal? Ja, unheimlich viel. 6002 mal 100 Mark, schön. 639 mal 1000 Mark, 57 mal 10.000 Mark, 20 mal 100.000 Mark. Ja, und dann zweimal eine Viertelmillion und einmal eine halbe Million. Beate, es muss durchgemischt werden, damit alles korrekt ist. Sie sorgen dafür. Ich werde mal in den Apparat gehen, ne? Da bitte ich sehr drum. Und ich begrüße jetzt den Ehrengast, der unsere Hauptpreise zieht. Es ist ein großartiger Musiker, ein Vollblutmusiker, ein guter Freund von mir, aber ich bin sicher auch ein guter Freund von Ihnen. Ohne ihn wäre die Fernsehunterhaltung in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen. Und jetzt hat er sich so ein bisschen zurückgezogen, um sich etwas gemütlicher zu machen. Denkt man, und was tut der Bursche? Er geht ins Studio und hackt einen neuen, modernen Sound aus. Begrüßen Sie meinen guten alten Freund und Ihren alten Freund Max Greger mit Emotions of Love. Emotions of love.
ist die Beate. Beate, ja. Herr Dr. Denninger, der Leiter der Erziehung. Du hast ja eben richtig voll mitgeblasen, nicht? Wie ich gehört habe, mit Vergnügen. Jo, ein bisschen Leid muss ich ja hier machen in Berlin, weißt das du? Das meine ich auch, nicht? Nur so mal, aber gibt's ja noch stumme Saxophone für Playback? Es wird ja sehr oft in Fernsehsendungen Playback gespielt. Es gibt stumme Klaviere oder Saxophone. Natürlich mache ich das als alte Routine. Pass auf, wenn ich dir das so vormime, wirst du das noch nie gemerkt haben, dass ich nicht live spiele. Dann mache ich schon so, weißt du? Also. Natürlich kennt ich aber auch, weißt du? Danke, genügt, voll überzeugend. Ist schon soweit. Nee, noch nicht. Also ich finde eins ungeheuer, das haben wir so ein paar Jahre nicht gesehen, der Max sieht immer so aus wie immer, nicht? Wie machst du das? Was hast du für ein Fitnessgeheimnis? Ja, ein bisschen Gymnastik mache ich natürlich. Aerobik? Aerobik, nein. Stirnband brauche ich keins. Nee, auch keine Leckwand. Also die schauen bei mir schlecht aus, das habe ich schon gehört. Da sind wir dann bayerische Lofer, lieber. Ja, was fährst du denn für einen Wagen im Augenblick? Was ich so ein Autofender, Max. Ich habe jetzt im Moment einen Wagen, das ist ein Traum. Das ist das Schönste, was ich im Leben erlebt habe. Ja, du, sag was. Sportwagen? Ein Kinderwagen ist das. Kinderwagen? Und den fährst du? Ich habe jetzt Enkel. Mein Sohn hat mich zum Großvater gemacht. Der Sohn hat übrigens eben mitgewirkt, nicht? Am Klavier, wie Sie gemerkt haben, auch am elektronischen Klavier. Max heißt der, Max 3. Jetzt habt ihr drei Maxe, dich, dein Maxe. Sohn und Max 3. Das ist schön. Ja? Und du fährst ernsthaft den Kinderwagen? Ja, das ist herrlich. Da. Oh. Na wirklich, das macht mir echt Spaß. Da. Das freut mich, Max. Du musst mal als Kandidat bei uns mitwirken, nicht? Demnächst mal zum Thema Saxophon. Also diesen Stress, das muss ich dir ehrlich sagen, ich habe auch heute Lampenfieber, aber diesen Stress könnt ihr nicht mitmachen. Ich war zweimal bei Dalle Dalle, da bin ich durchs Fegfeuer gegangen, das muss ich echt sagen. Aber hier, meinst du, sag nur jetzt, der große Preis ist dann die Hölle, du? Komm. Du, also ich muss dir echt sagen, was deine Kandidaten da mitmachen, du, am Schluss mit den Fragen, also ich könnte das nervlich, glaube ich, nicht durchhalten. Mich würde mal so ein Gefühl, also wie das ist, dieses Stressgefühl, würde mich interessieren. Aber ich stelle dir mal einfach probeweise ein paar Fragen. Jetzt? Ja, jetzt hier. Mein, wenn du jederzeit spielen kannst, kannst du auch jederzeit antworten. Also Max, wer ist der Erfinder der Riesenspeisegurke? Na, weiß man doch. Maxim Gorki. Maxim Gorki ist richtig, ja. Und jetzt, wer ist der Erfinder des Schnellkochtopfes? Garibaldi. Garibaldi, so ist es, natürlich, ja. Jetzt ganz schwere Frage. Wer ist der berühmteste Eisheilige? Eisheilige? Ah, den kenne ich, du. Erich Kühnhackl. Erich Kühnhackl, ja. Hast schon gewonnen bei uns. Jetzt aber ran hier. Max, es geht also darum, jetzt zunächst einmal einen Menschen um eine halbe Million reicher zu machen. Ja. Und wir wünschen, dass es einen trifft, der die halbe Million gut gebrauchen kann. Wobei ich sicher bin, jeder, der jetzt zuschaut, kann die halbe Million gut gebrauchen, nicht? Dr. Denninger hat es geprüft und die halbe Million geht... Ja, sie geht nach Wien. An Annika Krupica. Ich hoffe, sie kann das hören. Herrlich. Halbe Million. Auch den Beifall, wir gönnen es ihr. Jetzt geht es um eine Viertelmillion, die geht an Ilse Eggerschiss in 2126 Adendorf. Und Max, jetzt kommt noch eine, die dritte haben wir schon gezogen, die dritte, oder vielmehr die zweite Viertelmillion, an Ute Sabireit oder Sabrikeit in Solingen. Ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen allen. Bravo. Und der Max zieht jetzt gleich weiter, die ganzen Hunderttausende, die Zehntausende, wir veröffentlichen die Hunderttausende nachher. Ist jetzt viel Arbeit, Herr Dr. Denninger, passt auf, da können wir derweil unser Team begrüßen. Die Janita ist leider krank und stattdessen begrüßen wir die Doris, Namen Doris. Da lächelt uns Silvia entgegen, Namen Silvia. Sigrid Spencer ist wie immer unsere Protokollführerin, Namen Sigrid. Und Eberhard Gläser, friedlich und vergnügt, wie ich annehme. Namen Eberhard. Guten Abend, Wim. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich. Aber besonders möchte ich die Herren der Schöpfung heute begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten einen feuchtfröhlichen Herrentag und sind jetzt voll da. Also auch weniger voll, wenn wir Sie entgegennehmen. Marianne Nahmt wird jetzt unsere Wand in Bewegung setzen. Sehen wir schon die Begriffe. Berlin ist einer, Rache ein zweiter, die Dolomiten tauchen auf, aktuell wie jetzt immer A bis Z und Melodien. Und da alle Kandidaten in der ersten Runde den gleichen Kontostand einbrachten, nämlich 1200 Mark, müssen Sie, Herr Heerer, jetzt die erste Frage der zweiten Runde stellen. Berlin 20, bitte. Fangen Sie gleich an mit Berlin. Wie heißt denn dieses amerikanische Musical, aus dem wir jetzt ein bisschen was hören, dessen Handlung in Berlin spielt, Herr Burkhardt?
ganz berühmtes Musical. Es ist ein berühmter Film geworden, der eine junge Dame zum Weltstar gemacht hat. Wir geben die Frage weiter. Cabaret, nehme ich an. Cabaret, ja. Liza Minnelli hatte den Film gespielt, übrigens auch Fritz Wepper. Und jetzt geht's mit Ihnen weiter. Berlin 40, bitte. Also wenn Berlin erzählen könnte, da würde man Geschichten hören. Hans-Herbert Westermann, ZDF-Korrespondent in Ost-Berlin, ist für uns alle auf den Spuren einer fast unglaublichen Berliner Geschichte. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Ratefreunde. Guten Abend, Wim Tölke. Guten Abend, Hans-Herbert Westermann. Wie ich höre, führen Sie uns zu den historischen Stätten eines Vorfalls, über den damals die ganze Welt gelacht hat. Und die Straße, in der Sie da gerade stehen, spielt eine wichtige Rolle dabei, stimmt's? Richtig. Die Straße, in der ich stehe, lag mal mitten im ungeteilten Berlin. Und sie kommt mit ihrem alten Namen Grenadierstraße in einem Stück vor, das Karl Zuckmayer ein deutsches Märchen in drei Akten genannt hat. Die Uraufführung war 1931, als die Geschichte, um die es ging, schon 25 Jahre alt war. Damals soll es in einem dieser Häuser einen Laden gegeben haben, den Karl Zuckmayer in seinen Regieanweisungen als ein dumpfes, fensterloses Lokal mit Stufen zur Straße beschreibt. Vollgestopft mit Kleidungsstücken aller Art und mit einem Schild über der Tür, auf dem Kleider machen Leute stand. Daran hielt sich ein gelernter Schuster, der mit der Obrigkeit schon mehrfach erheblichen Ärger gehabt hatte. Und was daraus wurde, konnten die Berliner am 17. Oktober 1906 in ihren Zeitungen lesen. Da stand, ein als Hauptmann verkleideter Mensch führte gestern eine von Tegel kommende Abteilung Soldaten nach dem Köpenicker Rathaus, ließ den Bürgermeister verhaften, beraubte die Gemeindekasse und fuhr in einer Droschke davon. Sein Pech war nur, dass es im Rathaus von Köpenick kein Passamt gab, denn er war nicht auf Geld ausgewiesen, sondern auf ein Stück Papier. Ohne Aufenthaltsgenehmigung bekam er nämlich keine Arbeit und ohne Arbeitsnachweis keine Aufenthaltsgenehmigung. Dem Dilemma dieses Mannes ohne Pass und Aufenthalt, der für die Behörden nur in einer alten Uniform ein neuer Mensch wurde, hat Karl Zuckmayer sein deutsches Märchen gewidmet, weil er sich fragte, warum gerade ein vorbestrafter Schuster etwas gemerkt hatte, was 60 Millionen guter Deutsche auch wussten, ohne etwas zu merken. Na denn, nach dem literarischen Ausflug hier nun die Frage. Wie hieß der Mann, der als Hauptmann von Köpenick berühmt wurde und doch eigentlich nur einen Pass auf seinen eigenen Namen haben wollte? Viel Spaß beim Raten. Toi, toi, toi und guten Abend aus Ost-Berlin. Herzlichen Dank, Hans-Herbert Westermann. Also die Antwort Heinz Rühlmann wäre falsch. Gefragt ist nach dem bürgerlichen Namen des Hauptmanns von Köpenick. Ach, schade. Wilhelm Voigt. Wilhelm Voigt, sagt er als Franke. Wilhelm Vogt. Ja, ja, aber ist richtig, sicher. Wird OI geschrieben. Berlin 60, bitte. Eine Glücksfrage haben Sie erwischt. Und bei dieser Glücksfrage geht es um eine ganz, ganz süße Sache. Ich hoffe, dass Sie, es ist nämlich wieder der Franke gefragt, dass Sie also auch in diesen süßen Angelegenheiten Bescheid wissen. Ich schon doch. Ja, ja, was ist denn los mit dir? Ja. Wenn ich von süßer Sache rede, muss doch nicht gleich du kommen, Max. Sag mal, bringst du was zu essen, nicht? Ja. Was soll das? Es war gar nicht einfach für mich. Wieso? Ausgerechnet mich als Münchner schicken sie in den Laden, ich soll das für euch besorgen. Ja, und? Ja, da habe ich gesagt, ich möchte 5 Berliner kaufen. Hier in Berlin, dann ja. Hat es geheißen, also Menschenhandel ist verboten. Ja, also da musste ich ihn deuten, denn ich habe mir gedacht, das heißt Berliner. Ja, habe ich auch gedacht, das heißt also bei uns zu Hause Berliner Ballen. Ja, da was würdest du jetzt sagen, wenn du das besorgst? Ja, Berliner würde ich auch sagen. Aber wollen wir den Kandidaten mal fragen? Herr Heerer, haben Sie eine Ahnung, wie die Berliner zu Berlinern sagen? Berliner Pfannkuchen. Ja, die sagen Berliner Pfannkuchen oder nur Pfannkuchen. Nur Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen. Aber in Bayern gibt es auch Pfannkuchen. Die schauen ganz anders aus. Wie heißt das dann bei euch? Ja, bei uns heißt Pfannkuchen Pfannkuchen. Weißt du, aber die Berliner sagen zu dem, was wir beide unter Pfannkuchen verstehen, sagen die Eierkuchen. Also das ist ein Pfannkuchen hier, nicht? Und ein Pfannkuchen ist ein Eierkuchen. Wenn Sie nach Berlin kommen, demnächst, meine Damen und Herren, wissen Sie genau Bescheid. Musst du nach Berlin kommen, lernst du noch mal was dazu. Ja, gell? Und, gell? Und hier haben wir noch zwei... Ja, sag's doch, ja, sag's doch. Das ist also Ursula Urban in Espelkamp. Aha. Und Rainer Rosenberger in Hof. Hast du in Bayern erwischt, gell? Haben wir den erwischt, herzlichen gell? Glückwunsch. Herr Heerer? Berlin 80, bitte.
Ja, der grast ganz Berlin ab. Risiko 1760 Mark haben Sie auf Ihrem Konto. Wie viel setzen Sie? 800 Mark. Wie heißt diese Alt-Berliner Prachtstraße, die wir da sehen? Und wen stellt das Reiterstandbild dar? Also nicht nach dem Pferd gefragt, sondern nach dem, der drauf sitzt. Die Straße ist inzwischen wieder eine Prachtstraße, muss man sagen. Ich nehme an, es ist unter den Linden. Ja, da haben Sie recht. Und es dürfte der große Kurfürst sein. Da haben Sie Unrecht. Unter den Linden stimmte, aber es ist nicht der große Kurfürst, es ist Friedrich der Große. Ah, naja, 800 Mark sind weg. Der Kampf geht weiter. Herr Burkhardt führt. Dolomiten 20, bitte. Der Bergsteiger, den wir da gleich sehen, der ist 1892 in St. Ulrich in den Dolomiten geboren. Und ich schäme mich schrecklich, dass ich Sie jetzt nach dem Namen dieses Bergsteigers fragen soll. Jetzt enttäuschen Sie mich nicht. Wie heißt er? Diesmal fällt mir der Name ein, das ist Louis Trenker. Richtig. Also, und jetzt weiter. Ich muss auch einfache Fragen geben. Also. Dolomiten 20, 40 bitte. 40, das ist ein Lawinenhund, nicht der Wumm, als Joker. Dolomiten 80, bitte. Ein weltbekannter Maler der Renaissance, der ist in dem Dolomitendorf Pieve di Gadore geboren. Mit seinem Namen verbindet man eine ganz berühmte und bestimmte rote Farbe. Nicht nur Haarfarbe, auch Modefarbe, also sein Name kommt in jeder Modenschau mehrmals vor, aber sagen Sie jetzt bitte nicht Burgunder. Wie heißt der Maler? Tizian ist es. Tizian war es, ja. Es geht weiter. Dolomiten 100, bitte. Risiko, und nun können Sie vieles wieder gut machen. Wie viel setzen Sie? Sie haben 1040 Mark. Sie müssen ja was riskieren jetzt. 500 Mark. 500, er bleibt vorsichtig. Also nun werden wir Sie in das herrliche Südtirol entführen und in die Dolomiten. Und Sie werden merken, der liebe Gott hat sich bei der Erschaffung dieses Teils der Erde ganz besonders viel Mühe gegeben. "200 Jahre ist es her, da erforschte ein französischer Geologe das Gestein dieser faszinierenden Bergwelt. Sein Name war Dolomieu. Nach ihm wird seither auch dieser östliche Teil der Alpen benannt, die Dolomiten. In Jahrtausenden hat hier die Natur Bergformen von pittoresker Schönheit entstehen lassen. Zum Beispiel König Laurins Rosengarten mit den steil aufragenden Violetttürmen, die für jeden Bergsteiger eine Herausforderung darstellen. Kastelruth mit dem Schlern. Hier beginnt auch die Seiseralm, die größte Hochweide der Alpen mit einer Ausdehnung von rund 60 Quadratkilometern. Besonders eindrucksvoll auch der Langkofel und das wuchtige Massiv der Sella. Kaum vorzustellen, dass diese Berge einmal vom Meeresgrund aufgestiegen sind. Hoch über Cortina d'Ampezzo erheben sich diese drei Felstürme. Am Fuß der gewaltigen Pyramide liegt ein malerischer See, auf dem im Winter 1956 ein Teil der Olympischen Wettkämpfe ausgetragen wurde. Wie der Berg und wie der See heißen, das ist jetzt die Frage." Herr Herr, wie ist es? Können Sie die 500 Mark einbringen? Der See ist der Misurina-See. Und wenn wir über die Dolomiten reden, dann muss man diese drei Berge eigentlich, diesen Berg kennen, diesen charakteristischen. Es ist der Monte Cristallo. Nein, Sie haben daneben, die drei Zinnen sind das. Die drei Zinnen, also deutlicher konnte das ja gar nicht gezeigt werden. Herr Burkhardt, Ihre Chance. Rache 20, bitte. Eine Glücksfrage, sehen Sie, Sie nutzen Ihre Chance jetzt auch. Was versteht man unter dem italienischen Begriff Vendetta? Das ist die Blutrache. Ja. Es ist nämlich kein Glücksfall, dann von der Vendetta irgendwie mal erreicht zu werden. Aber ein Glücksfall für Doris Woltmann in Borchen. Sie hat 100.000 Mark gewonnen. Und Jürgen H. Schiefer in Nürnberg auch? Genauso wie E. Jobi in Lünen. Es verteilt sich gut, wie Sie merken. Wir gratulieren allen herzlich. Und wer noch kein Los hat, Monatsloskost 3 Mark, Jahresloskost 36 Mark, gilt 12 Monate, vielleicht haben wir beim nächsten Mal Gelegenheit, Sie dann zu erwähnen, gell? Wäre schön, nicht? Danke. Herr Burkhardt. Rache 40, bitte. Er bleibt bei der Rache. Das ist Risiko. Jetzt haben Sie 1760 Mark. Wie viel setzen Sie? 1500 Mark. In welcher Oper... Oh, er geht ran, nicht? In welcher Oper singt die Königin der Nacht die Arie der Hölle Rache kocht in meinem Herzen?
Und wer hat diese Oper komponiert? Das ist von Mozart, Zauberflöte. Beides stimmt. Jetzt sind Sie aber finanziell stark davongezogen. Verdienter Applaus. A bis Z 20 bitte. Ein Joker. Und wo was ist, kommt immer noch was dazu. A bis Z 40 bitte. Jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten müssen die Bürger der Stadt Lambrecht in der Pfalz schon früh aus den Betten. Denn eine Urkunde aus dem Jahre 1404 besagt, dass an diesem Tage bei Sonnenaufgang der Nachbarstadt ein Gaisbock zu übergeben sei, als Entgelt für eingeräumte Weiderechte. Der Bock muss gut gehörnt und zur Zucht geeignet sein, so steht es geschrieben. Aber auch in der Nachbarstadt ist man schon früh auf den Beinen. Gilt es doch, den Gaisbock an der Stadtgrenze in Empfang zu nehmen oder aber auch gegebenenfalls die Annahme zu verweigern. Dann nämlich, wenn der Bock nicht die vertragsmäßige Beschaffenheit aufweisen sollte. So geschehen im Jahre 1851. Auch zu Napoleons Zeiten gab es schon einmal Streitigkeiten, die der Franzosenkaiser aber höchstpersönlich ausräumte. Aus seinem Feldlager in Spanien sandte er ein eigenhändig unterschriebenes Dekret. Das war am 26. November 1808. Aber auch heute nimmt man es noch recht genau mit den überbrachten Riten, die am Nachmittag 15 Minuten vor 6 auf dem Rathausplatz ihren Höhepunkt mit der Gaisbock-Versteigerung erreichen. Eine Viertelstunde lang kann dann jedermann mitbieten. Den Zuschlag erhält, wer Punkt 6 das letzte Gebot abgibt. Sein Gehirn ist gut und stark und was seine Gebräuchlichkeit angeht, stehe ich mit meinem Wort dafür, dass der Bock was taugt für eine gute Zucht. Der Vertrag ist somit erfüllt. Na bitte! Wie nun die Stadt an der Weinstraße heißt, in der jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten diese Gaisbock-Versteigerung stattfindet, das ist jetzt die Frage. Also jetzt hoffe ich ja sehr, dass der Herr Herer die Frage beantworten kann. Ich muss raten, ist es Neustadt? Nein, aber ganz in der Nähe. Wir geben es weiter. Dürkheim? Auch in der Nähe von Dürkheim. Jetzt sind Sie dran, Herr Burkhardt, wenn Sie wollen. Sie müssen nicht, er lässt es bleiben, sage ich es Ihnen. Deidesheim. In Deidesheim ist das. In ein paar Tagen, Dienstag nach Pfingsten. Gehen Sie mal hin, meine Damen und Herren. Ein Riesenvolksfest. Herr Burkhardt führt und muss wählen. A bis Z 60 bitte. Dann haben Sie nochmal Risiko. Jetzt haben Sie 3.360 Mark und den festen Vorsatz, das ZDF heute Abend arm zu machen. Wie viel setzen Sie? Nicht ganz. 2.000 Mark bitte. Oh, ist aber sehr schön. Welcher Feiertag fällt auf den 39. Tag nach Ostern? Und welcher Feiertag fällt auf den 49. Tag nach Ostern? 39. 49. Tag, das sind 10 Tage Differenz. Das erste dürfte Himmelfahrt und dann Pfingsten sein. Beides richtig, ja. Herr Leber, 5.360 Mark. Muss ich wieder wählen? Ja, sicher. Melodie 20 bitte. Es ist nicht zu fassen, aber so geht's halt. Nochmal Risiko. Was sagen Sie uns denn jetzt? Wie viel riskieren Sie von Ihren 5.360 Mark, Herr Burkhardt? 3.000 Mark bitte. Oh, er will sich ein neues Fachwerkhaus kaufen. Das Gefühl habe ich nicht. Also, dafür noch nicht ganz. Hier ist die Risikofrage. Es geht um das Lied "Es war ein König in Thule". Erstens, in welchem Theaterstück von Goethe wird dieses Lied gesungen und zweitens von wem? Gretchen singt das im Faust. Ja, nichts gegen zu sagen. Ganz hervorragend sogar. Nicht, und die Gerüchte, dass der Faust gar nicht von Goethe sei, sondern in einer Weimarer Fälscherwerkstatt hergestellt sein soll, die haben sich ja glücklicherweise als gegenstandslos erwiesen. Es geht weiter mit Ihnen, Herr Burkhardt. Jetzt aber. Sie haben ja einen guten Griff. Rache 60 bitte. Grüß Gott. Also wenn Sie Freude an blutrünstigen Geschichten haben, dann sind Sie bei mir hier und heute wirklich richtig. Denn was sich in den vergangenen 2 Tagen und Nächten hier nebenan in dem großen Rittersaal abgespielt hat, das ist... Mir fehlen die Worte.
Ich habe so etwas überhaupt noch nie erlebt. Der ganze Saal liegt voller toter Ritter. Erschlagen. Hunderte. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Dabei hat alles so schön harmonisch angefangen. Ein Familientreffen. Unsere Landesmutter ist nicht von hier. Die stammt aus Worms am Rhein. Mag etwa 15 Jahre her sein, dass sie unseren König Etzel heiratete. Und seitdem lebte sie hier in Ofen am Königshof. Kurz und gut, am Tag vorgestern war alles zu einem Riesentrinkgelage zu Ehren der angereisten Verwandten aus Burgund hergerichtet. Einträchtig saß alles beisammen. König Gunther mit seinen Brüdern, der Recke Hagen und die vielen edlen Degen aus Worms gegenüber unsere Hunnen, König Etzel, seine Frau, sein Sohn Ortlieb an der Spitze, dann war da noch ein Herr Dietrich aus Bern mit einer Menge Ammerlunde und dann waren da noch einige Gäste. Jedenfalls, es mag so um Mitternacht gewesen sein, als plötzlich die Tür zum Rittersaal aufgerissen wird. Die Truchsäße und die Schenken verschütteten gleich vor lauter Schreck den Wein und die Speisen, denn da stand blutüberronnen, die blanke Waffe in der Hand, der Bruder jenes Hagen aus Worms und brüllte, all unsere Knechte liegen erschlagen in der Herberge. Ich denke, das kann doch wohl kaum sein, das waren doch mindestens 9000 Mann. Aber da hört man schon die Stimme des Hagen. Wer hat das getan? Und schon kommt die Antwort. Blöde, der Bruder des Hunnenkönigs. Mir läuft es gleich eiskalt den Rücken rauf und runter. Da sehe ich doch, wie dieser Hagen das Schwert zieht, auf den Sohn des Etzel zugeht und dem Königskind mit einem einzigen Hieb das Haupt vom Rumpfe trennt. Ach, das war zu viel. Jetzt drängt alles auf alle ein und schlägt und macht und dann gaben sie erst Ruhe, als alles hin war. Es war furchtbar. Zum Schluss haben sie sogar noch Feuer gelegt. Am Ende der ganzen Sache waren dann noch drei übrig. Unser König Etzel, dann dieser Herr Dietrich aus Bern und sein Adlatus, ein gewisser Hildebrand. Eine ganz finstere Type. Der hat zum Schluss, als alles schon zu Ende war, noch unserer Königin den Kopf abgeschlagen. Nur weil die vorher ihrem Bruder und dem Hagen den Kopf abgeschlagen hatte. Wohl anscheinend aus Rache dafür, weil die zwei nicht verraten wollten, wo sie das Familiensilber vergraben hatten. Jetzt weiß dann nun endgültig überhaupt keiner mehr, wo der ganze Kram ruht. Ich bin auch schon völlig kopflos. Mir fällt doch ums Verrecken nicht ein, wie der Name unserer Königin war. Wie hat sie nur geheißen? Sie wissen den Namen wohl auch nicht rein zufällig, oder? Na dann sagen Sie ihm doch. Bitte! Ja, also das war Kriemhild. Ja, das war Kriemhild. Und ich muss sagen, es ist immer ein Vergnügen, dem Ernst Hilbig zuzuschauen. Selbst als Oller Hunde wirkt er noch sympathisch. Frau Zollfragari, Sie sind noch dran. Melodie 100. Wie heißt diese üppig schwungvolle Stilepoche, die so bekannte Künstler wie Rubens, Bach oder auch Andreas Schlüter hervorbrachte? Wie nennt man diese Epoche, Herr Herer? Den Barock. Ja, das ist Barock. Und beim großen Preis zu Gast Musiker, die sich der Musik des Barock annehmen und zwar sehr schwungvoll annehmen, mit sehr viel Freude annehmen und dafür sorgen, dass diese herrliche Barockmusik eine möglichst weite Verbreitung findet, freuen Sie sich mit mir auf die Soliste Barock de Paris. Thank you.
Solist Barock de Paris. Und wenn man gute Musik hört, dann sind ja schon seit mehr als 100 Jahren die ausgezeichneten polnischen Musiker nicht fern. Ich darf Ihnen vorstellen, Marek Koralewski, Trompete, Witold Adamowicz, Oboe. Und das ist kein Pole, ein junger Berliner Cembalist, Tobias Schade am Cembalo. War das richtig, Tobias? Ja. Na wunderbar. Herr Koralewski, warum befassen Sie sich so intensiv und so engagiert mit Barockmusik? Wir befassen uns sehr engagiert mit der Barockmusik, weil uns einfach die Vielfalt dieser Musik sehr fasziniert. Damals hatte man noch zum Glück diese Unterscheidung zwischen Unterhaltung und sogenannte ernste Musik nicht gekannt. Man hat komponiert aus Freude, um den anderen Leuten Freude zu bereiten. Und das haben wir einfach irgendwie wiederentdeckt. Und unser Erfolg spricht für die Richtigkeit dieser Überlegung einfach. Dass wir fähig sind, auch nicht das traditionelle, das konzertante Publikum in die Konzertsäle zu locken, nur auch das andere Publikum. Und die Musik muss man nicht verstehen, die kann man nur empfinden, wenn man Freude dabei empfindet, ist alles in Ordnung. Darf ich in dem Namen von Millionen Menschen, denen Sie mit Ihren Talenten und Ihrem Können Freude machen, ein herzliches Dankeschön sagen. Solist Barock de Paris. Herr Herer, er versucht's nochmal, nicht? Aber bis Z80, bitte. Wie nennt man heute die Menschen, die sich dem bürgerlichen Leben so einfach entziehen? Aussteiger, Gammler. Aussteiger ist richtig. Und jetzt wollen wir Ihnen mal einen Ausschnitt aus einem Film zeigen. Das ist ganz originell. Da sind also zwei ältere Damen, zwei Omas sind ausgestiegen. Einfach so, nicht? Die hatten das Gefühl, sie sind ihren Kindern nur lästig und sie haben sich gesagt, und jetzt fangen wir mal mit unserem Leben was Neues an, machen was anderes, hauen einfach ab. Schauen Sie mal zu. Marianne und Sophie heißt der Film. Zwei Omas flippen aus. Achtung, Achtung. Wir unterbrechen die isometrischen Übungen für eine wichtige Durchsage. Marianne und Sophie werden dringend gebeten, umgehend Verbindung mit ihren Angehörigen aufzunehmen. Die beiden sind von zu Hause ausgerissen und durften mit ihrem PKW hilflos umherirren. Kein Brot, kein Lippkuchen, kein Keks, nichts aber mehr. Bloß einen schwarzen Kaffee. Sag doch nichts, wenn du mal nicht so viele nicht reinschlampamperst. Was hast du schlampamperst? Wir knuttern morgen. Ja auch. Wir sind pleite. Weiß ich selber. Was haben Sie? Zwei Omas. Zwei Alte. Die sind entzogen. Entzogen, natürlich. Ruhig Blut, Herr Sauzack. Na ja, oder Strandbad fanden Sie. Hallo, haben Sie eine alte Frau mit dem Wohnwagen? Oh! Entschuldigung. Ich muss mal eben... Rottel. Jetzt haben Sie sich aber, Mutter. Sie fliegen. Oh, Entschuldigung. Erlauben Sie Entschuldigung. Sich. Ich hab Sie auch da. Hopp. Was der sich einbildet. Du hältst die Fackel ungefähr so weit von deinem Gesicht entfernt, dann steckst du sie einfach in deinen Mund. Kann gar nichts dabei passieren, also pass auf. Hey, vorsichtig, Marianne! Allmählich! Was hast du denn gemacht? Wer hätte das gedacht vor ein paar Tagen, dass wir zwei zusammen auftreten? Was hast du denn jetzt war? Klar. Du bist meine Assistentin. Was bin ich? Ohne dich bin ich nichts. Und ich bin nichts ohne dich. Wir sind die beiden Hauptdarstellerinnen und sie heißen auch in Wirklichkeit Marianne und Sophie. Ich darf Ihnen vorstellen, die große Marianne Hoppe. Und ich stelle Ihnen vor, Sophie Käser, die für Franken so viel ist wie Heidi Kabel für Norddeutschland, nur dass sie auch noch viele, viele ernste Rollen spielt, zusätzlich im Theater. Ist das Ihr erster Film? Ja, der erste Film. Was meinen Sie, wie die Sophie Käser sich über Beifall freuen würde? Ach, danke. Ist nämlich zwar ihr erster Film, aber sie hat eine Fernsehserie gespielt, ja, die wahrscheinlich viele von Ihnen gesehen haben. Wie hieß sie? Die Schreiers. Sie war die Mutter Schreier. Und jetzt fällt vielen von Ihnen ein, nicht, dass Sie sie schon gesehen haben. Ja. Was ist das für ein Film, Frau Hoppe?
Ich habe eben schon ein bisschen erzählt, zwei ältere Damen hauen einfach ab, wollen vielleicht beweisen, dass er mit den Jahren zwischen 60 und 80 genauso viel anfangen kann wie mit denen zwischen 20 und 40, ne? Ja, das ist ja eigentlich auch richtig und wir haben das gerne gemacht. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich mal von mir schnell sprechen darf, das ist eine alte Artistin. Und ich konnte ein bisschen zaubern, brauchte nicht richtig zu zaubern, sondern konnte es nicht mehr ganz richtig und habe eine herrliche Hundedressur gemacht in dem Film, was mir großen Spaß gemacht hat. Und sonst haben wir uns gut vertragen, es war eine sehr schöne Arbeit, nicht wahr? Und die Frau Käser spielt also eine Metzgerswitwe, Sie, die alte Artistin, Sie, die Frau Sautzwack. Der Name ist ja schon vielversprechend, nicht? Unsere Zuschauer haben ja eben auch schon gelacht bei dem kleinen Ausschnitt, den wir gesehen haben. Und Sie kennen sich und ziehen durch Europa oder durch Deutschland. Ja, und da haben wir riesen Glück gehabt. 6 Wochen vorher ist ja herrlichstes Wetter, nur ein einziger Tag ein bisschen bedeckt, haben wir Deutschland also wirklich gesehen in seiner schönsten Aufmachung, seiner schönsten Form. Es war ganz herrlich, die Aufnahmen, also über Bayern, über Berlin, über Norddeutschland, Schleswig-Holstein. Es war ganz wunderschön. Ja. Ich habe eben gesehen, auch Fritze Flink spielt mit, unser guter alter Freund Wolfgang Gruner und auch gewissermaßen seiner Rolle als Fritze Flink, nicht? Mhm. Frau Käser, Sie spielen also am Nürnberger Theater, heute Abend nicht? Ist heute Abend nichts los in Nürnberg? Ich hätte Vorstellung, ja. Ja, und wie geht's? Ja, ich habe eine liebe Kollegin gehabt, die mich jetzt vertritt. Ach, darf ich Sie vielleicht grüßen, Ihren Toi 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 wünschen? Ja, sicher, sicher. Also Toi 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 Ole. Was spielt sie denn? Was Schlimmes? Guten Flug. Bitte? Guten Flug, wieso? Ja, guten Flug. Ja, die muss aus dem Fenster fallen. Zweimal. Zweimal? Ja. Die Ärmste, muss ich sagen. Ja. Zweimal, aber sie hängt am Drahtseil. Also aber es ist trotzdem nicht sehr angenehm, muss ich sagen. Also ich habe mich fürchterlich angestellt. Und jetzt können Sie es aber inzwischen? Jetzt wage ich es ja, jetzt traue ich mich. Ja. Erschrecklich, aus dem Fenster fallen und am Drahtseil hängen. Ja, und vom Schweig wäre ich, Schweig geht es ja. Ja, die Frau Müller, ja. Die will jetzt zweimal aus dem Fenster springen. Na gut, also die Kollegin hat hoffentlich einen guten Flug gehabt. Ja. Frau Hoppe, Sie haben so viele Filme von Ihnen auch wiederholt. Sehen Sie die Filme an? Ja, jetzt ja. In der großen Distanz, ja. Dann schaue ich mir das an. Ist es indiskret zu fragen, was empfinden Sie dabei? Ich denke mir, ach, was ist das für ein hübsches Mädchen, was da rumläuft? Ja, mit Recht. Was ist das für eine attraktive Frau, die hier neben mir steht? Nicht? Also das, ich muss sagen, vor 50 Jahren haben Sie Ihren ersten Film etwa gedreht, nicht? Ja, aber Alter und Jahre sind ja relativ. Aber Weinen und Lachen müsste doch eigentlich bei Ihnen beiden ziemlich nah beieinander sitzen. Ja. Wie ist das dann im Film? Können Sie sich in eine Stimmung versetzen, um echt zu weinen oder braucht man Glycerin? Ach nee, also wenn es eine schöne Rolle ist, nicht wahr? Und es stimmt alles, die Szene. Zum Beispiel, wenn ich was sagen darf in Effi Briest, wenn ich meine Tochter vor mir habe, die mir entfremdet wurde von meinem Mann und ich habe eine große Szene da zu spielen, dann weint man schon richtig, ja. Dann, ich habe das Gefühl, die Tränen kommen Ihnen sogar jetzt etwas, ne? Ja, naja, es ist... Also doch ein... Wissen Sie, man steht hier zwischen zwei seriösen Damen und wenn man sie im Geschäft sehen würde, würde man sagen, na guck mal da, schick und sportlich angezogen, kein Unterschied zu anderen seriösen Damen und man merkt doch, dass in ihrer Mentalität, in ihrem Charakter, dass es da Seiten gibt, die ganz anders klingen als die Seiten von uns. Wie ist es bei Ihnen in solchen Fällen? Ja, wenn es die Rolle, wenn es eine schöne Rolle ist und wenn es einem wirklich nahe geht, wie Frau Berg schon sagte, da geht es bei mir sehr schnell. Geht es ganz schnell? Ja, ne? Ich bin sehr nah ans Wasser gebaut. Wenn es noch ein bisschen was sagen, dann fange ich an. Ja, dann wollen die Sachen hier fröhlich beenden. Ja. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, für das Gespräch. Beate bringt Blumen. Ja, Beate, warum denn nicht? Die Beate ist eine große Bewunderin von Frau Hoppe und von Frau Käser. Danke. Darf ich Ihnen die Blumen überreichen? Danke. Ich bedanke mich für den Besuch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch dem Film. Wie heißt er noch? Sophie und Marianne. Ja. Viel Erfolg. Ja, drücken Sie uns die Daumen. Ja? Vielen Dank, Herr Tölker. Danke für den Besuch. Tschüss. Wer ist dran? Der Herr Burkhardt, ja. A bis Z 100, bitte. Ach, Herr Burkhardt, wie machen Sie das denn? Erzählen Sie uns das mal. Glücksfrage. Wir sehen eine, wie es heißt, altgermanische Kultstätte. Ganz sicher ist man nicht. Aber wie heißen diese Felsen im Teutoburger Wald? Das sind die Ecksteinsteine bei Horn. Ja, und das sind 500 Mark für Sie. So,
Frage, mal, darf ich dich wieder stören? Ja, Wex, was ist denn jetzt los? Man fragt mich hinten, ob das überhaupt zugelassen ist. Was ist zugelassen? Der Wendelin hat gewonnen. Der Wendelin hat gewonnen, sag ich her. Ja. Max. Ja, der hatte wirklich recht, der Wendelin hat gewonnen. Wer jetzt Wendelin heißt, so viele heißt er nicht, du heißt nämlich auch noch weiter, der heißt es nicht, sei nicht der Wendelin, es ist ein Mann, der heißt mit Vornamen Wendelin. Wenn Sie Wendelin heißen, viele Wendelin gibt es bestimmt nicht. Der Mann von Anneliese Rothenberger heißt allerdings auch Wendelin mit zweitem Vornamen. Aber der ist es nicht, das kann ich schon sagen. Alle Wendelins herhören, gewonnen hat Wendelin Rapp in 7571 Hügelsheim. Ja, und die Familie Hauge in Villingen-Schwenningen. Wir gratulieren. Danke, Max. Melodie 60, bitte. Ein Joker? Klar. Natürlich. Wer es hat, der hat's, nicht? Melodie 80. Anton Rubinstein, nicht zu wechseln mit Arthur Rubinstein. Anton also schrieb diese Melodie in F-Dur, Herr Heerer. Jetzt muss ich Sie fragen, wie dieses Musikstück, das eines der bekanntesten Salonmusikstücke ist, heißt. Tut mir leid, weiß ich nicht. Bitte? Weiß ich nicht, tut mir leid. Weiß es überhaupt jemand von Ihnen? Ganz einfache Frage. Denn dem ist, nachdem er das Stück geschrieben hat, nichts mehr eingefallen. Ich meine jetzt zu dem Stück nichts mehr eingefallen. Hat er gesagt, nenne ich auch gleich Melodie in F. So heißt es nämlich. Naja, Herr Burkhardt. Melodie 40, bitte. Haben Sie das wirklich gesagt? Na, jetzt freue ich mich. Es war eine Glücksfrage, aber nun muss er was tun. Schauen Sie mal, wir haben Ihnen eine Melodie hier auf der Wand aufgezeichnet. Sie sollen jetzt gewissermaßen vom Blatt oder besser noch von der Wand singen. Es ist erlaubt, dass Sie einstimmig singen. Sie müssen also nicht zweistimmig singen, aber Sie sollen das Lied da so singen, dass wir es erkennen können. Einfach von der Wand weg. Herr Kammersänger Dieter Burkhardt, bitte sehr. Bekomme ich denn wenigstens den ersten Ton? Nee, müssen Sie sich suchen. Ist ja alles relativ, egal welchen Sie als ersten nehmen. Der Rest pendelt sich da ein dann, nicht? La, bisschen lauter bitte. La, 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 la. Hänschen klein scheint das zu sein, aber ich kann schlecht singen. Sehen Sie mal, es ist gar nicht so schwer vom Blatt zu singen, gell? Selbst der Max Krieger hat es also eben geschafft. Also, E. Jüter Schenker in Berlin hat 100.000 Mark gewonnen. Haha. Nochmal 100.000 Mark nach Berlin an die Familie Gasi. Eine Doublette geradezu, nicht? Und dann Lucia Jung noch, die in Limburg wohnt. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Das spielt aber nicht so allein, nicht? Krache 80, bitte. Was haben Sie gesagt? Rache 80. Na ja. Dankeschön. Das war ein liebenswürdiger Recher, nicht? Berlin 100, bitte. Im Juli 1892 machte so eine Gruppe von jungen Berliner Sportlern eine Dampferfahrt auf dem Tegeler See und das Schiff, mit dem sie da rumfuhren, hieß Hertha. Und dabei gab es gute Stimmung und sie beschlossen, einen Sportverein zu gründen. Haben Sie gesagt, nur die Farben des Vereins, die könnte man doch gleich hier vom Schiff nehmen, denn am Dampfer war am Schornstein so ein blau-weißes Band. Und so ist die Vereinsfarbe wirklich auch heute noch. Wie heißt denn dieser Berliner Verein? Ich nehme an, es ist Hertha BSC. Ja, Hertha BSC. Nicht, weil die Vereinswirtin mal Hertha hieß, heißt der Verein so, sondern wegen des Dampfschiffs Hertha. Rache 100, bitte. Was war Rache 100? Wirklich? Also das Lied, das wir da hören, das beschreibt ein Freikorps, das sich selbst als Rachechor bezeichnete. Körner war da drin, Josef von Eichendorff, Friedrich Ludwig Jahn. Und Sie sollen jetzt sagen, wie der Freier hieß, der dieses Reiterchor anführte. Wir geben schnell weiter sonst. Lützow. Lützow war es, ja. Also gerade an der Grenze des Legalen. Aktuell Emil, bitte. Gerne, das ist eine Frage, für die Sie 200 Mark bekommen, Herr Heerer. Denn Herr Heerer hat sich jetzt schnell ins Wort gedrückt. Er braucht die 200 Mark. Ich auch dringend eine Schachpartie, oder die Schachpartie zwischen Robert Hübner und Wassili Smyslow, die in Wäldern am Wörthersee ausgetragen wurde, endete Remis, also unentschieden. Und man musste jetzt losen, wer gewonnen hatte. Wissen Sie, auf welche Art und Weise gelost wurde? Per Roulette. Ja, richtig, die 200 Mark sind die Ihren. Aktuell Dora, bitte.
Dora bringt 150 Mark im positiven Falle. Welcher berühmte Fußballtrainer wurde in diesen Tagen schon nach ungefähr einmonatiger Tätigkeit von einem Schweizer Verein wieder entlassen? Max Merkel. Ja, das ist auch richtig. Aktuell Charlie, bitte. Charlie, damit meinen Sie also C, nicht? Ja. 250 Mark jetzt für Sie, das kommt ja wieder was. Nee, für Frau Zolfagari, die hat sich jetzt ganz schnell, nicht, als Retourkutsche, nicht, da reingedrückt. Also, ein amerikanischer Raumsonde, nämlich Pionier 10, ist seit dem 2. März 1972 unterwegs, hat in dieser Zeit schon mehr als 5,6 Milliarden Kilometer zurückgelegt und vor einigen Tagen ist er oder ist sie am letzten, am äußersten Planeten unseres Sonnensystems vorbeigehuscht und verschwindet nun im Weltall. Muss, glaube ich, 10.000 weitere Jahre fliegen, um überhaupt an einen weiteren nächsten Stern zu kommen. Wie heißt denn der äußerste Planet unseres Sonnensystems? Pluto. Das ist Pluto, wie der Hofhund, ja. Frau Zolfagari, bitte sehr. Aktuell Bertha. 50 Mark nur, aber die Frage ist auch sehr leicht, Herr Heerer. Wie heißt die Stadt, die den Schriftsteller Heinrich Böll kürzlich zum Ehrenbürger machte? Köln, nehme ich an. Köln, richtig, soll ja jetzt umgetauft werden, in Bölln. Also, nochmal. Aktuell Alpha, bitte. Da gibt's 100 Mark. Wie wär's heute mit Revue, so heißt eine neue Sendung von Harald Junke, die am Samstag, also übermorgen um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein wird. Ich habe Harald vor ein paar Tagen getroffen und hat mir gesagt, du, es ist alles optimal gelaufen und die Mischung der Sendung ist unheimlich attraktiv und originell. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an, gell? Wenn mal ein Zirkus in unsere Stadt kommt und baut sein Zelt auf, dann bin ich froh. Ich kann's nicht erwarten und kauf mir gleich Karten, denn ich liebe die Welt der Show. Ich mag den Zauber, der die Kaninchen aus seinem Hut holt und gleich an Gros. Ich seh gern Jongleure, bewundere Dompteure, denn ich liebe die Welt der Show. Ich mag Ballett, die süßen Kleinen, die Mädchen im weißen Tütü. Und dann die Girls mit langen Beinen, was wär die Revue ohne sie? Die Songs, die Lieder und immer wieder kommen schöne Mädchen und gleich en gros Artisten, Solisten und dann Parodisten. Darum liebe ich die Welt der Show. Ja, Sie sehen also, dass außer Harald Juncker auch Ingrid Steger mitwirkt. Sie hat also um einen ihrer schönsten Körperteile gerade einen Reifen und bewegte sich rhythmisch dazu. Wissen Sie, wie dieser in den 50er Jahren sehr moderne Sport hieß oder heißt? Ja, Hula Hoop. Hula Hoop ist richtig, ja. Übrigens, außer Harald und Ingrid, noch Mireille Mathieu und viele, viele andere mitwirken. Das ZDF würde sich sehr freuen, wenn Sie am Samstag von 20.15 Uhr an sein Gast sein würden. Frau Zolfagari, darf wählen? Das Fragezeichen. Das Fragezeichen. An welchem Fluss liegt Trient? Trient, Herr Burkhardt. Welchem Fluss liegt Trient? Trient, ja. Die Hauptstadt der Provinz Trient. Adige oder Edge? Das stimmt. Der zweitgrößte Fluss Italiens, die Etsch, denkt man oft nicht dran. Ja, und aus Trient sind Männer mit berühmten Stimmen bei uns zusammengefasst zu einem weltberühmten Chor. Und dieser Chor singt, nachdem er schon das Lied La Montanara in der ganzen Welt verbreitet hat, diesmal im großen Preis zunächst eine Geschichte eines Blumenstraußes und dann das Lied von einem schönen Mädchen vom Lande. Begrüßen Sie den Coro della Sat, den berühmten Trientiner Bergsteigerchor. Che lo voglio regalar, lo voglio.
volgendo voglio dare al mio moreto questa sera quando viene. Stasera quando viene lì fa una brutta cera. Stasera quando viene lì fa una brutta cera. Nicht nur La Montanara, ein schönes Lied, das aus dieser Gegend kommt. Auch andere, wie Sie gerade gehört haben. Ich begrüße den Mitbegründer und Leiter des Chors, Silvio Pedrotti, und Mauro Pedrotti, den jetzigen Präsidenten. Silvio und Ihr Vater haben den Chor gegründet. Wann? Ja, in 1926. Aha. Woher kommen die Lieder, die Sie singen? Das ist ja ganz eigenartig und eigentlich alles schön. Von den Bergen, von unseren Bergen. Das sind Volkslieder. Volkslieder, ja. Ist denn La Montanara auch ein Volkslied gewesen? Nein, La Montanara hat einen Komponist, Tonio Ortelli. Ja. Bei den anderen weiß man es nicht. Die sind also irgendwie Nein, die anderen im Laufe sind der Jahrhunderte entstanden. Ja. Aha. Was bedeutet dieses Abzeichen dabei Ihnen? Diese ist die Zeichnung von unserer Bergsteigergesellschaft. SAT. Società Alpinisti Tridentini. Ah, so ähnlich wie der Deutsche Alpenverein, nicht? Ja, richtig. Na, wunderbar. Sie haben uns jedenfalls hier viel Freude gemacht, muss ich sagen. Danke. Und die Fröhlichkeit Ihrer Lieder. Was denn? Also die Musik, die ja hier überhaupt nicht reinpasst. Lass das weg. Schrecklich, nicht? Also ich wollte sagen, oh, jetzt ahne ich was. Was ganz Schlimmes. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, der Trientiner Bergsteigerchor. Ja, servus ihr beiden. Hallo Sportsfreund. Hallo, ja, aber wieso Sportsfreund? Du siehst so aus, als würde es dir gut tun, dich unserer Körperertüchtigungsgruppe anzuschließen. Warum? Ich bin elastisch und fast schlank, in einem Wort topfit. Hm? Denkste. Ja, sag mal, was sehe ich denn da? Ihr tragt ja Spezialanzüge, die mich fürchterliches ahnen lassen. Jawohl, unsere Aerobic-Fitness-Dancing-Dress. Und jetzt kannst du uns gleich zeigen, wie fit du bist. Oh nee, da fällt mir ein, ich habe einen ganz dringenden Termin. Ich kann da nicht mitmachen. Tut mir leid. Tschüss. Halt. Jetzt wird nicht gekniffen. Wendelin ist nämlich der Leiter der Aerobic-Fitness-Dancing-Gruppe für Angestellte und freie Mitarbeiter des ZDF. Und die Teilnahme ist Pflicht.
Also ich habe eine Entschuldigung, ich war immer vom Turnen befreit. Geht nicht, geht nicht. Es wird nicht geturnt, es wird getanzt. Ah. Wumm tanzt vor. Immer ich. Wieso immer ich? Ich habe die Leitung und Wim muss es erst lernen. Da kann man nichts machen, Wumm. Also Wumm, deine vier Übungen. So ist es. Musik. Schwingen mit den Armen und strecken Federn in den Hüften. Bravo, bravo. Ach, ich liebe diese intensive sportliche Betätigung. Ja, vor allem, wenn du nur rumkommandierst, ne? Aber ich fühle mich intellektuell nicht ausgelastet. Eben. Wenn du dich eben mehr angestrengt hättest, würdest du darüber gar nicht nachdenken können. Also gleich noch einmal. Und Wim macht mit. Ich denke nicht daran. Nicht ohne mein Aerobikhöschen. Ich bin der verantwortliche ZDF-Aerobik-Sportwart und dulde keinen Widerspruch. Dann bin ich der Chef auf dem Sofa und ordne an. Du machst mit. Und Wim auch. Ich bin der Leiter der... Ruhe! Also hör mal, ich bin doch überhaupt gar nicht vorbereitet. Keine Diskussion. Musik. Na nun, schön locker in den Hüften, ihr beiden. Was ist denn? Etwas graziöser. So ist recht, Wendelin. Ja, dann liebt man die Natur mehr. Das Herz wird frei und offen. Was ist denn los, Sportfreunde? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, was hat er denn? Was hat er denn, der Kleine? Er ist intellektuell überfordert. Ja, Wumm, dann sieh mal zu, dass du ihn wieder hinkriegst, gell? Tschüss. Wendelin! Unsere Absage. Ach, was sind wir wieder mal fit. Also dann, Stichtag für den großen Preis. Samstag in 8 Tagen. Also wir kriegen den Wendelin schon irgendwie wieder auf die Beine, keine Sorge. Und jetzt kommen wir zur letzten Runde. Dreiteilige Frage zum Fachgebiet innerhalb von 60 Sekunden in allen drei Teilen richtig zu beantworten, um es nochmal zu sagen. Dann verdoppelt sich die bisher gewonnene Summe, sonst verfällt sie zugunsten der Aktion Sorgenkind. Herr Herer, Sie sind tragischerweise auf Platz Nummer 3 im Augenblick, müssen als Erste antworten. Umschlag 3, bitte. Umschlag Nummer 3, Thema Igor Strawinski, Herr Professor Stenzel, passt auf. Hier ist die Frage, Sie lesen bitte selbst mit. Kein anderes Werk Strawinskis hatte eine so lange Entstehungszeit wie die 1914 bis 1923 komponierten Lennox' Die Bauernhochzeit. Erstens, was für Texte hatte Strawinski dafür verwendet? Also wo stammen die Texte her? Zweitens, welcher Dichter, mit dem Strawinski intensiv zusammengearbeitet hat, verfasste den französischen Text? Und drittens schließlich, wem sind Lennox' Die Bauernhochzeit gewidmet? Jetzt läuft Ihre Zeit. Antwort zur Frage 1. Die Texte sind aus einer Sammlung von russischem Volksgut von Afanassiev und Kirjewski, glaube ich. Der Dichter ist Charles Ferdinand Ramü und die Noss sind Serge Diaghilev gewidmet. Herr Professor Stenzel? Ja, Herr Herrer ist uns auch jetzt die erste falsche Strawinski-Antwort schuldig geblieben. Ja. Es war alles richtig. Also der Professor Stengel hat eine eigentümliche Art, einen Schrecken zu versetzen, aber dann sofort die Freude nachzuliefern. Frau Zolfagari, welcher Umschlag? Umschlag Nummer 2. Gut so, und da schaut der Dr. Kreuzer jetzt zu und es geht um die nordischen Götter. Dr. Kreuzer kontrolliert alles, ich sage Ihnen nochmal uns allen die Frage. Die Weltesche Yggdrasil hat 3 gewaltige Wurzeln. Unter der einen, die sich ins Reifriesenland erstreckt, befindet sich ein Brunnen, dessen Wasser Weisheit verleiht. Wie schön. Nun die Fragen. Erstens, wer war der Besitzer dieses Brunnens? Zweitens, womit pflegte er aus ihm zu trinken? Womit? Und drittens, was musste Odin für einen Trunk aus dem Brunnen als Pfand geben? Sie dürfen antworten. Ja, also erstens, das war Mimir. Er trank aus dem Brunnen mit dem Gjallarhorn. Mhm. Und Odin musste für den Trunk ein Auge geben. Herr Dr. Kreuzer?
Ja, die Antworten waren alle richtig. Bravo! Herr Burkhardt, und wenn Sie jetzt auch dreimal richtig antworten, dann nehmen Sie den höchsten Gewinn mit nach Hause, den je ein Kandidat in einer normalen Sendung des Großen Preises mit nach Hause genommen hat. Umschlag 1, sagen Sie? Ja, bitte, Umschlag 1. Und Herr Gerner als Experte beobachtet das Ganze. Viele deutsche Städte besitzen noch heute herausragende Fachwerkbauten. In welcher Stadt steht das Simon-Hoppener-Haus? Zweitens, aus welchem Jahrhundert stammt das alte Rathaus in Esslingen? Und drittens, in welcher Stadt steht der Ochsenkopf? Das Simon-Hoppener-Haus steht in Celle. Der Ochsenkopf steht in Münden, Hannover-Schmünden. Und aus welchem Jahrhundert stammt das alte Rathaus in Esslingen? Da muss ich raten. 15. Jahrhundert. Herr Gerner? Ist richtig. Oh, danke, Richard. Der neue Schenkling mit der Rekordsumme von 19.400 Mark heißt Dieter Burkhardt. Herr Herr, es hat uns alle leid getan, aber einmal ist das letzte Mal, nicht? Ja. Fünfmal dabei, wir haben ihm viel zu verdanken. Er hat prima gespielt, eigentlich auch heute mit Pech verloren und nimmt das alles nicht tragisch. Frau Zollverger, ja? Und wir haben im Lauf meines Championats so viele Leute die Daumen gedrückt und mir Glück gewünscht, dass ich mich jetzt eigentlich gern dafür bedanken möchte, wenn ich darf. Sie dürfen. Sie haben es gehört, Daumendrücker, Ihnen allen sei herzlich gedankt. Frau Zollfagari, das war toll, nicht? Das ist ja auch eine ganz schöne Summe geworden. Ein Blumenstrauß, Material über die nordischen Götter, das Sie sich gewünscht haben. Und hier noch was über Igor Strawinsky und herzlichen Dank. Big Dieter, unser neuer Champion. Also wenn Sie das noch ein paar Mal machen, dann reicht das wirklich zu einem Fachwerkhaus, Herr Burkhardt. Und dann hängen 19.400 Mark am Schluss vom Raten. Aber Sie haben ja nun doch schon in einem begrenzten Zeitraum rumgeraten, oder? Ich kannte das Haus, nur ich wusste im Augenblick nicht die genaue Jahreszahl. Aber anhand des optischen Bildes, das ich mir also wieder reproduziert habe, konnte ich so in etwa an dem Fachwerk ablesen, an welchem Jahrhundert es entstanden sein muss. Sie haben richtig gelesen, nicht? Am 16. sehen wir uns wieder, am 16. Juli beim nächsten großen Preis. Und hier kommen jetzt noch mal ein paar Hunderttausender. Marianne? Der erste an Herrn oder Frau W. Löw in 6380 Bad Homburg. Silvia? Ja, noch mal 100.000 gehen an K. Kascher in 4815 Schloss Holte. Doris? Und 100.000 nach Österreich für Herrn oder Frau E. Köppel, 4553 Schlierbach. Noch eine Österreicherin, die heute gewinnt. Ja. Und die Beate? Schwestern Hörholz in Köln haben 100.000 Mark. Herr Koralewski von den Solist Barock de Paris. Willi Kalima aus 1000 Berlin. Danke. Mauro Pedrotti vom Trientiner Bergsteigerchor. Gita Flerus, Königswinter. Max Greger. Ja. Anfrau Stille in Radolfzell. Und nochmal Max Greger. Hede Eickhoff, Lüdinghausen. Das ist Junior, selbst inzwischen ein hervorragender und erfolgreicher Musiker. Sophie Käser. Friedrich Brink, Porta Westfalica. Danke sehr. Und Marianne Hoppe. Margarete Sandhagen, Hildesheim. Wir gratulieren allen herzlich. Wir freuen uns, dass Sie heute zugeschaut haben. Der nächste große Preis ist am 16. Juni. Und wenn Sie da wieder zuschauen würden, würden wir uns noch mehr freuen. Alles Gute also bis dahin und tschüss.